Ja, moin Leute, das ist der Ford Mustang Mach-E oder auch Mach-E, wie ihn die Amerikaner nennen. Ich hatte die Möglichkeit, schon vor Release mir ein genaues Bild von diesem Auto zu machen und sehr viele Fragen zu stellen. Deswegen gibt es jetzt hier ein ausführliches Video mit ganz vielen Informationen zu diesem Auto. Aber so viel vorab. Ich denke, es ist eines der durchdachtesten Elektroautos, die jetzt auf den Markt kommen oder auf dem Markt sind. Bevor ich anfange, der leitende Ingenieur für Fords E-Mobilitätszweig nutzt als Handy einen Samsung Galaxy Fold. Ich denke, das sagt schon einiges über die Person, hinter der das Team für dieses Auto steht. Nur als Fun Fact. Ford will bis 2022 viele weitere E-Autos herausbringen und sie erwarten, dass 2022 die Mehrheit ihrer verkauften Autos Elektroautos sind. Ford hat vor ein paar Jahren das Team Edison Project gegründet, quasi ein Startup in Ford an sich, wo sie ein E-Auto ganz von vorne durchgedacht haben, ohne die typische Herangehensweise an ein normales Auto. Dieser Ford ist also durch und durch ein BEV, ein Battery Electric Vehicle. Nur als Hinweis, dieses Auto ist ein Alpha-Prototyp. Hier muss also noch nichts fertig sein, es könnten sich noch Dinge ändern. Der Ford Mustang Mach-E ist ein Mustang. Er hat Power, er ist eindeutig Mustang inspiriert, durch und durch, und er ist ein Crossover-SUV. Und zuerst fällt auf, dass wir hier einen E-Auto-typisch geschlossenen Kühlergrill haben. Man erkennt das Mustang-Logo und auch die Frontlichter sehen sehr Mustang-typisch aus. Für die Kühlung von Motor und Akku haben wir unterhalb ein paar Schächte, die sich bei Bedarf öffnen, wenn Kühlung gebraucht wird. Sowieso ist in diesem Auto alles temperaturreguliert. Auch der Akku, was eine lange Lebensdauer sichern sollte, und die Motoren, was dauerhaft hohe Leistung garantieren sollte. Die Seite sieht sehr sportlich aus mit einer breiten Schulter über den Hinterrädern und einer geschwungenen Linie der Dachleiste. Denkt man zumindest. Hier wurde nämlich etwas getrickst. Im hinteren Innenraum ist mehr Platz, als man jetzt vielleicht denkt, da sich die Dachlinie nicht an der roten Linie orientiert, sondern eigentlich die schwarze darüberliegende ist. Sieht halt von außen besser aus. Die Rückseite ist total Mustang, vor allem mit diesen Rücklichtern. Stauraum gibt es eine Menge. Wir haben hier einen gut großen Kofferraum, genaue Zahlen liegen mir bisher noch nicht vor. Aber es gibt auch einen großen Frunk unter der Motorhaube. Und das hier, was ihr hier seht, ist die All-Wheel-Drive, also die 4WD Allrad-Variante. Also kleiner wird es nicht. Alle Versionen haben diese Größe. Dieser Frunk hat einen Ablauf, sodass man zum Beispiel auf einer Party Eis hineintun kann, um Getränke zu kühlen und so weiter. Und er hält Dinge ebenso warm und kalt. Er ist also quasi ein Thermo-Frunk. Das Auto besitzt keine Türklinken. Man drückt den Knopf neben dem Fenster zweimal, um die Tür zu öffnen. Diese springt dann auf und man kann sie aufziehen. Und ja, das ist so stark, dass es im Winter auch Eis brechen kann. Der Innenraum ist für einen traditionellen Autohersteller ziemlich aufgeräumt. Ein paar Buttons auf dem Lenkrad, dahinter ein Display für die Geschwindigkeit und eine Sensorleiste. In der Mitte haben wir ein 15,5 Zoll großes Touchscreen-Display, mit dem wir die meisten Dinge im Auto steuern können. Es hat einen integrierten drehbaren Knopf, der abhängig vom aufgerufenen Bildschirm verschiedene Funktionen übernehmen kann. Das Soundsystem ist von Bang & Olufsen und es gibt wohl auch beim Fahren einen futuristischen Turbinensound, der je nach eingestellten Fahrprofil unterschiedlich ist. Ford meinte zu mir, dass die Software für das Auto komplett neu entwickelt wurde. Es gibt kein Herumtippen zum Suchen und nur ein einziges Menü. Das Auto lernt, wie man es nutzt und soll nach einer Stunde circa verstanden haben, was für Sachen einem im Auto wichtig sind, und man hat diese dann immer zur Hand. Und ja, Android Auto und Apple CarPlay sind auch am Start. Das Auto lernt meine Gewohnheiten kennen und schlägt automatisch Routen, Anrufe und Empfehlungen vor. Ford hat aber auch sehr betont, dass der Durchschnittsmensch sich keine Umstände mit Planen von Laden und so weiter machen will und soll. Ford hat zwar kein eigenes Ladenetzwerk geplant, abseits von natürlich der Teilnahme an Ionity-Ladeinfrastruktur und sowas, aber das Auto plant automatisch Routen und sagt einem, wo man wie lange stoppen und laden muss. Es wird einen Ford-Ladepass geben, der hoffentlich mit vielen Systemen kompatibel ist und das Laden erleichtert. Außerdem haben sie ein patentiertes System, was das eigene Fahrverhalten, das Wetter und ein paar andere Parameter zusammennimmt, damit, wenn man aus der Garage fährt, sich die angezeigte Reichweite nicht auf einmal halbiert, sondern man diese tatsächlich erreicht. Das Auto lernt also und passt sich an. Und das auch für mehr als eine Person. Die Sensorleiste hinter dem Lenkrad erkennt, wer da sitzt und passt alle Einstellungen entsprechend an. Das Auto hat eine LTE-Verbindung und Ford verspricht Updates via 4G. Das heißt, das Auto wird immer mehr Funktionen bekommen. Und Ford sagt, sie können alles updaten, von der Software, die den Bildschirm ansteuert, hin zur Bremsbackensteuerung. Und das System soll nicht so leicht ausfallen, denn schlägt ein Update fehl, wird der vorherige Zustand sofort wiederhergestellt. Es ist also nicht Update and Erase, sondern es gibt ein Backup. Man sagt also, update zum Beispiel jetzt oder heute Nacht,
Und das Auto installiert das und startet sich dann neu und ist direkt wieder ready to drive. Den Mustang Mach-E wird es in mehreren Versionen geben, nämlich zum Beispiel 2- und 4-Rad-Antrieb, auch eine GT-Version. Der Akku hat hier bei diesem Modell, was ich hier gesehen habe, 99 Kilowattstunden und damit eine WLTP-Reichweite von 600 Kilometern. Laut der besseren EPA-Berechnung sind es 300 Meilen, also ca. 480 Kilometer. Es wird aber noch eine kleinere Version mit einer Reichweite WLTP von 450 Kilometern geben. Ich habe noch keine genauen Zahlen, aber es ist ein Elektroauto. Es wird wahnsinnig geile Beschleunigung haben. Und der tiefliegende Akku macht einen sehr tiefen Schwerpunkt. Also auch super Handling. Wir haben kein Luftfahrwerk, sondern Ölstoßdämpfer, das wollte ich noch erwähnen. Das Auto wird alle möglichen Ladeversionen unterstützen in allen möglichen Ländern, in denen es herauskommt. Das heißt 1-, 2- und 3-phasig im Wechselstrom und auch Gleichstromschnellladen mit bis zu 150 Kilowatt. Der Akku basiert übrigens auf 400 Volt Technologie. Das Besondere an diesem E-Auto ist laut Ford, dass es profitabel sein wird. Anders als andere Hersteller will Ford dieses Auto tatsächlich wirklich in großen Stückzahlen verkaufen. Sie haben ja auch gesagt, dass sie ein neues Händlermodell entwickelt haben, was auch die Händler dazu animieren soll, diese zu verkaufen, weil es diesen mehr Geld einbringt. Ford hat es also explizit betont, dass sie dieses Auto nicht gemacht haben, um einfach nur ein E-Auto zu haben, aber sie es eigentlich nicht loswerden wollen, sondern dass sie mit jedem verkauften Mustang Mach-E Geld verdienen und dieses Geld wieder in die Entwicklung weiterer E-Autos einfließen lassen können. Zum Schluss noch ein paar weitere Fun Facts. Es soll zwar einen Schlüssel geben, aber der soll nur als Backup dienen, denn der eigentliche Schlüssel ist das eigene Handy mit dem Bluetooth-Signal. Es gibt 2 drahtlos Ladeplätze für Handys. Wer so 2 Handys hat, kann beide immer sehen. Ford hofft natürlich, dass man sie dort liegen lässt. Das Auto hat USB-C. Das Glasdach lässt nur Helligkeit, aber keine direkten Sonnenstrahlen durch. Das heißt, man sollte im Auto auch nicht zu sehr schwitzen. Es wird One-Pedal-Driving geben. Sollte beim Laden ein Fehler auftreten, wird das Auto anfangen zu piepen und eine Benachrichtigung an die eigene App senden. Es soll damit also verhindert werden, dass ich irgendwo sitze und wenn ich zurückkomme, merke, dass mein Auto nicht vollgeladen hat. Das Auto wird auch Self-Drive haben. Es hat verschiedenste Kameras und Radarsensoren, was es auf der Autobahn alleine fahren lassen wird. Dabei erkennt es durch die Sensorleiste hinter dem Lenkrad, ob der Fahrer wirklich aufmerksam ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird der Fahrer wieder zur Übernahme des Fahrzeugs gezwungen werden. Ja, das ist Fords erstes echtes Massen-Elektroauto. Und sie meinten zu mir, dass es das erste von vielen ist. Sie fangen mit den teureren Modellen an und arbeiten sich dann weiter nach unten zu den günstigeren Autos. Der leitende Ingenieur hat mir auch klar gemacht, dass er E-Autos für die Massen machen will und dass dieses Auto erst der Anfang ist. Ich schätze, preislich werden wir für dieses Auto, so was ich rausgehört habe, ich denke um die 50.000 Euro liegen, in der Einstiegsvariante. Was haltet ihr vom Ford Mustang Mach-E? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.